mit links. Mit links knecht ich den Benni. Und rechts bin ich... Helge, da reicht auch dazwischen, Helge. Schnell. Okay, Helge, du stehst hier. Ja. Ja, hören wir nichts. Okay. In unserer Musik ging es eigentlich schon immer um die Songs. Ich habe, glaube ich, seit ich das erste Mal meine Gitarre in die Hand genommen habe, ging es mir eigentlich hauptsächlich um die Songs und darum, irgendwie was zu schreiben und da irgendwie was Neues in die Welt zu setzen, was es vorher noch nicht gab. Das hat sich eigentlich immer so weitergeführt jetzt in unserem ganzen Bandkontext und wenn wir eben zusammen Musik gemacht haben. Relativ klare Ideen zu den Strukturen und zu den Songs, zu den Gitarren, zu dem, was die anderen beiden machen sollen. Und meistens ist es dann so, dass es dann alles wieder umgeworfen wird, sobald man dann im Bandkontext zusammenspielt, weil man eben doch merkt, dass die Schlagzeuger und Bassisten das in der Regel besser wissen als ich, was sie dann da spielen sollen. Benni und ich, wir spielen zusammen unser halbes Leben mehr oder weniger in verschiedenen Gruppen. Und wenn Bass und Schlagzeug, wenn die sich gut miteinander können, das ist eigentlich immer die halbe Miete. Zeit für die Session, yo. Was geht? Nee, film das nicht! Bereich ist eigentlich dann ein bisschen mehr Benni oder ein bisschen mehr Max oder jetzt eben mit Helge zum Glück auch ein bisschen mehr Helge mit drin. Natürlich kann man einen Song nicht so verändern, dass er komplett die Intention des Songwriters irgendwie verletzt. War halt in der Zusammenarbeit so, dass die Jungs halt mit den Songs zu mir gekommen sind und wir haben im Grunde nochmal zusammen das durchgeguckt, okay, was kann man hier noch machen, was kann man da machen. Und dann haben wir auch ganz lange halt rumexperimentiert, okay, wo kann das Sound nicht hingehen? Lass mal noch mehr verzerren, lass mal noch extremer machen. Und so haben wir uns dann in dieser Vorproduktion irgendwo da eingependelt und hatten dann schon eine recht klare Vision, wie wir diese Platte haben wollen. Ist halt mehr das, was wir machen wollen. Also das ergibt sich ja natürlich, wenn man zusammen lange Musik macht und jetzt kristallisiert sich das immer mehr raus. Sie ist auf jeden Fall ein bisschen rockiger, das ist auf jeden Fall mehr ins Zentrum gerückt und ich glaube, das merkt man auch. Also das ist, glaube ich, nicht nur was wir so sehen. Und dann ist es aber auch, sie geht mehr in eine Richtung, hat dann aber Songs, die komplett rausfallen und was komplett Neues aufmachen und das finde ich auch sehr spannend. Musik hat sich verändert, natürlich, aber verändert ist vielleicht das falsche Wort. Sie hat sich einfach mehr in eine Richtung entwickelt. So, wir haben ganz genau gemerkt, das und das müssen wir jetzt machen. Und das ist so, glaube ich, die gröbste Veränderung zu der letzten Platte. So eine gewisse Energie, gerade wir sind ja auch hauptsächlich eine Liveband, so sehe ich das zumindest. Und wenn wir jetzt live spielen, jammen wir auch ganz viel. Das heißt, es gibt einen Punkt in einem Song, zack, und keiner weiß mehr, was passiert. Und dann wird halt interagiert und dann entwickelt sich eine Energie und dann wird es laut, keiner weiß es halt. Man merkt, dass die Jungs halt sehr lange schon live zusammenspielen. Und das hat die Produktion auch so spannend gemacht, weil diese Band live einfach total funktioniert. We'll be right back.
das schweißt halt einfach zusammen, wenn man jetzt irgendwie 5 Jahre so viel unterwegs ist und so viel macht. Und man merkt eben sowohl irgendwie menschlich als auch musikalisch, dass das irgendwie was Zusammengewachsenes ist, was eben eine Substanz hat. Man hat schon öfter mal das Gefühl, sage ich mal, dass es da mehr Leute gibt, die eben so ihr eigenes Ding drehen. Und dass so dieser Gedanke, den es, glaube ich, damals so in dieser Musik, mit der ich mich ja auch viel beschäftige, die so in den 60er und 70ern irgendwie, angesagt da war. Da gab es halt diesen ganzen Woodstock-Gedanken und so weiter, was mich immer sehr fasziniert hat. Und wo ja auch so ein bisschen diese Mentalität herkommt, glaube ich, die ich da verfolge. Und ich habe öfter mal das Gefühl, dass es so ein bisschen verloren geht heutzutage. Und da versucht man dann so ein bisschen so ein bisschen davon, was man eben so früher, was man von so vielen Filmen kennt aus dieser Zeit, so ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Das war ziemlich anstrengend, der heißt Take Off. Da haben wir, glaube ich, jetzt in dieser Phase, wo wir das Album geschrieben haben, 10.000 Versionen von gehabt und immer war irgendwas und irgendeiner hat gesagt, nein, das können wir so nicht machen. Und das war eine Mordsarbeit und was dann am Ende dabei rausgekommen ist, finde ich, ist total cool. Es war nicht so direkt da, wie bei anderen Songs vielleicht, aber es hat im Studio noch eine ganz andere Wendung genommen. Das hat es total spannend gemacht. Wenn ich für mich nur einen Song hören darf, pro Tag oder was auch immer, dann wäre das auf jeden Fall Take Off. Da ist am Ende, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür für eine Stelle, das wollte ich ganz anders haben, hätte ich ganz lieber ganz anders gemacht, wie das Schlagzeug da am Ende reinkommt. Dann haben wir das diskutiert und wir haben uns für was anderes entschieden und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, jedes Mal, dass ich das höre. Naja, wir hoffen, dass wir uns noch viel mehr auf die Bühne stellen können, dass wir an noch mehr Orte gelangen und mehr Menschen irgendwie treffen, die mit uns diese Musik teilen. Ich glaube, wir sind da alle drei relativ gleich. Wir wollen halt diese Songs, die wir da geschrieben haben, die wir jetzt auf der Platte haben, einfach auch in die Welt hinaus tragen und versuchen, möglichst viele Leute da einfach für zu begeistern. Also ich habe im Vorhinein gesagt, wenn ich als Opa mal später, wenn es dann noch einen CD-Spieler überhaupt in meinem Haus gibt, wenn ich dann meinen Kindern zeigen will, das hat der Opa mal gemacht, dann ist das die Platte. Die sollen wir jetzt machen. Also die möchte ich haben, wenn die Band danach zerbricht oder irgendwie vergesst alle, wie unsere Instrumente gespielt werden. Das soll die Platte sein, die man noch seiner Familie zeigen kann.